Ja, das nächste Spiel, Heimspiel, wird jetzt erst in 2 Wochen sein. Wir haben Länderspielpause. Ist natürlich schön, mit einem Sieg in diese Länderspielpause zu gehen, auch mit einem beruhigenden Vorsprung. Aber dann kommt das nächste Spiel. Es geht gegen Bayer Leverkusen zu Hause im Rhein-Energie-Stadion. Ja, eigentlich kann man das ja schon vergessen, weil wir haben den Heimfluch. Wir können ein scheinbar zu Hause nicht mehr gewinnen. Mit welcher Taktik würden Sie denn bei diesem Heimfluch, der momentan auf dieser Mannschaft lastet, würden Sie jetzt Ihre Mannschaft da reinschicken? Ich würde nichts ändern zur Cottbus-Taktik, auch wenn das für der Fan nicht gerne hört, weil es defensiv ist. Aber da die Vergangenheit auch gezeigt hat, dass Leverkusen brutal Probleme hat mit Mannschaften, die gut organisiert hinten stehen, sich gut verschieben und dann schnell umschalten. Mit Frankfurt gestern das 1-0 ist das beste Beispiel, war so eine Situation, würde ich es genauso machen. Und da Leverkusen vorne zu attackieren im eigenen Stadion mit den schnellen Spitzen und dem schnellen Kombinationsfußball, wenn sie Raum haben, dann wird es meines Erachtens schwer und ich würde es schnellstmöglich sehen, Eichhörnchen-Taktik, Punkte, Punkte, Punkte sammeln, um dann wirklich vielleicht in 3-4 Wochen zu sagen, jetzt können wir einen Deckel drauf machen, wir können jetzt faktisch planen für die erste Liga, ansonsten würde ich jetzt keine Zeit. Ich würde schon versuchen, aus einem 3er-6er eher einen 2er-6er wieder zu machen, wie gehabt, und versuchen, mit Tanner Jalczyk oder Vucicic jemand doch Kreatives etwas weiter nach vorne zu setzen. Wobei mir es schwerfallen würde, einen Kevin McKenna rauszunehmen, weil ich finde, der liefert immer, wenn er reinkommt, exzellente Leistung ab. Und nur es fehlt ein bisschen die Position, die ihn verteidigen muss, aber wird besetzt. Aber hätte schon ein bisschen mehr spielerische Elemente. Glaube auch, wenn man sich zu sehr einigelt, dass dann die Leverkusen Offensivkraft mit Helmes, mit Kiesling, die werden ja mehr Chancen haben als die Cottbusser, dann ist die Gefahr sich auch zwingend größer, dass es irgendwann abhält und 0-1 kann diese Mannschaft gerade zu Hause gegen Leverkusen niemals aufholen. Also ein bisschen mehr Gegendruck von Anfang an würde ich mir schon wünschen. Also kontrollierte Offensive? Würde ich so nicht sehen. Ich bin der Auffassung, dass man Leverkusen richtig bekämpfen muss, man darf sie ins Spiel kommen lassen. Wenn man ihnen die Räume gibt und unter Luftballasse, dann werden sie uns ziemlich überrennen. Ich denke, dass man auch nicht nur stur hinten bleiben kann, deshalb ist die Idee, den 3er-6er aufzulösen, richtig. Wenn ein Kreativpaar überhaupt nicht schlechter ein, also ihr erwartet nur ein Spiel. Wird Daum da wieder einer aus dem Hut zaubern, wie er das gegen Bayern München gemacht hat, Brosinski? Und da wird es wieder irgendwie. Ist ja kaum noch einer da, der aus dem Hut zu zaubern ist. Insofern müsste der Zylinder schon ziemlich tief sein, wenn dann noch einer. Aber mit Bräucher erwartet jetzt keiner. Also keiner erwartet jetzt, dass Thomas Bräuch von Anfang an spielen wird. Aber ich glaube auch nicht, dass Thomas Bräuch selber damit rechnet. Insofern glaube ich einfach, dass das im Moment ein Thema ist. Bayern zu bekämpfen, was heißt bekämpfen? Heißt das in der eigenen Hälfte zu bekämpfen? Heißt das, man geht vorne drauf, bekämpft sie dort, versucht die intensiven Spielaufbau zu stören? Das ist ja der Punkt. Ich bin aufgrund meines Praktikums jedes Heimspiel in Düsseldorf, muss man ja sagen, und schauen wir die Spiele an. Und es ist einfach auffallend, wie brutal schwer sie sich tun gegen Mannschaften. Der FC hat ja im Hinspiel 2-0 verloren, erste Halbzeit bravourös, ich weiß nicht, ob er da war, wirklich die Räume zugemacht, Leverkusen so gut wie keine Chance gehabt, Köln 2 Konterchancen. Und ich denke, dass das die Strategie sein muss für das Spiel. Warum soll man das ändern? Im Moment läuft es erfolgreich, warum muss man jetzt wieder die Kuh von der anderen Seite aufziehen und sagen, jetzt haben wir ein Spiel gewonnen, jetzt rennen wir die Leverkusen mal hier im eigenen Stadion an die eigene Wand. Darum geht es auch überhaupt nicht. Ich glaube, das versteht auch jeder Fan. Ich glaube, man kann hin und her auch zum Kollegen Gladbach 4-2 verlieren, indem man dann irgendwann die Offensive verliert und der Fan ist trotzdem unzufrieden oder auch sogar gekränkt. Oder man guckt sich ein 1-0-Sieg oder ein 1-1 gegen Leverkusen zurecht und dann geht man nach Hause und kommen dann wieder ein paar Pünktchen zusammen. Ich glaube, dass das auch mittlerweile jeder verstanden hat hier in der Stadt. Die Mannschaft sowieso, der Trainer auch. Dass das einfach nur die Marschroute sein kann. Also sollten wir uns mehr oder weniger aus der Defensive heraus die Mannschaft erwarten. Defensiv auf jeden Fall. Ich hoffe halt, dass man so ein bisschen so einen Fight-Charakter am Anfang hat, gegen Schalke spielen, Hinspiel gegen Schalke mal im Stadion hier zu Hause. Oder na, das ja funktioniert. Da waren wir auch offensiv. Oder halt einfach auch so, das hat schon ein bisschen Derby-Charakter, sowieso Pokal-Charakter. Einfach von Anfang an, so Leverkusen sagt, klar, wir sind hier zu Hause, das ist unser Stadion, wir gehen dermaßen drauf. Auch durchaus ein bisschen mehr auf die Knochen, um so ein bisschen zeigen, wie sie hierher hinaus. Dann ist, glaube ich, mit Unterstützung, die da sein wird, der Fans absolut unwendig. Also Leverkusen Krise, die Schwäche, ich denke, wenn die in Köln verlieren, brennt bei denen so richtig der Baum. Wo es eigentlich eine herrliche Genugtuung, diese Perspektive. Also insofern glaube ich schon, dass da einiges drin ist. Man darf auch die Mannschaft nicht außer Acht lassen. So ein Spiel spielt sich ja auch, wie man jetzt an Leverkusen sieht, unheimlich viel im Kopf ab. Und eine Mannschaft gewinnt einen Glauben an etwas, was zum Erfolg führt. Man hat jetzt lange gespielt und lange auf diesen Sieg jetzt gegen Cottbus gewartet. Man hat Bayern gewonnen, da hat man ähnlich defensiv gespielt. Ja, und eine Mannschaft,
entwickelt dann einen Glauben an die Sache. Und wenn das dieser Glaube an unsere Defensive steht, gut, wenn wir mit drei Sechsern spielen und sind wohl organisiert, mit der Gewissheit, dass wir immer ein, zwei Chancen im Spiel kriegen, wenn eine Mannschaft den Glauben hat, dann würde ich einen Teufel als Trainer tun, die Mannschaft dann in ein anderes Korsett zu drängen, weil sie dann wieder sagt, so haben wir es auch schon probiert, aber es hat die letzten vier, fünf Wochen nicht geklappt. Also kann ich eine Mannschaft, ich kann eben die drei Sechser, ich kann eben einen äußeren Sechser ja auch ein bisschen offensiver interpretieren bei Ballbesitz. Schieben sie ein bisschen nach vorne, habe ich im Prinzip, spiele ich mit einem Sechser und habe eine 4-1-4-1. Also ja, dann ist es aus der Position ja nicht Gegenspieler. Nein, aber man kann es mit Ehret spielen, auf der rechten Seite und rechts, was weiß ich, mit dem Jahr ziehen oder was weiß ich, Besitz. Dann ist okay. Sowas, ja. Taktik, dann wird aus dem 4-3-2-1 wird dann ein 4-1-4-1. Das wäre dann direkt innerhalb von, das sind 8 Meter, die man da zurücklegen muss und hat von der Defensive auf die Offensive umgeschaltet und kann das da auch noch durchaus variabel gestalten, weil man die Halbposition und die Außen gesetzt hat, mit denen man immer wieder vorne reinstechen kann. Also das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Und dann würde das taktische Konzept gar nicht umstellen müssen. Aber die psychologische Komponente natürlich kommt. Leverkusen ist das deutlich bessere Team. Deshalb, so oder so. So oder so. Und dass man dann von der FC-Seite das ganze Spiel ruhig und gelassen spielen kann. Wenn man in dieser taktischen Grundordnung spielt und letztendlich auch mit einer relativ hohen Laufbereitschaft und Kampfbereitschaft ist, dann kann es funktionieren. Ja, ja, ich denke, was auch ein wichtiger Faktor ist, dass man natürlich auch momentan auch nicht alle zur Verfügung haben, mit denen man etwas mehr Druck machen könnte. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Romé. Fehlt der uns, Martin? Sehr. Finde ich sehr. Also spielerisch. Ich habe immer gesagt, das ist eine Spielereihenrunde. Der war wirklich die Angriff lief über ihn. Alle Statistiken, die meisten Ballkontakte immer Romé. Hinten zwar da eine sehr afrikanische Spielweise, sehr rustikal und sehr unsicher, aber nach vorne absolute gute Dynamik, unglaubliche Passgenauigkeit. Fehlt sehr. Ich sehe nächstes Jahr als kritisch, ob man dann noch die Konstanz haben kann, auch nach Verletzung nochmal wiederzukommen. Aber so eine Runde war schon ein absoluter Stabilisator, was anderes zu sagen. Martin kann ich nicht stellen. Nein, nein, tut mir leid, der Martin. Am besten der spielt eine falsche Position. Auch da muss man die Aufgaben verteilen. Ich glaube, dass der Romé in der jetzigen, mit dem jetzigen System 4-3-3 sehr defensiv, der anfällige Spieler auf der Außenbahn wäre im Defensivverhalten. Ja. Martin hat wahrscheinlich nur die Aufgabe, seine Seite zuzumachen. Mhm. Gar nicht so viel nach vorne. Und das macht er nach Kräften, sagen wir es mal so. Ich glaube nicht, dass die Marschroute von Christoph Daum ist, dass der linke Spieler der Viererkette extrem viel nach vorne machen muss und wie Romé mit extrem vielen Flanken glänzen muss. Insofern, wenn man tief steht, ist dann vielleicht der defensivere Part Marschrichtung im Moment gar nicht so verkehrt. Mit Pierre Romé haben wir natürlich aber auch, was es eben so anklingen lassen, auch momentan nicht nur sportliche Probleme, weil er eben verletzt ist und uns wirklich fehlt. Sondern scheinbar tanzt er dem FC auch ein bisschen auf der Nase rum oder täuscht dieser Eindruck? Kann ich nicht beurteilen. Ich bin da mal skeptisch mit diesen Boulevardnachrichten. Ist nicht weg und Daumen tobt. Also kann mir das sowas schlecht vorstellen. Ich halte ihn für einen guten Spieler, bin froh, als er nach Köln war, als er Köln gekommen ist und will mich dann berichten. Kann ich nicht beurteilen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einmal einen Break. Wir machen gleich noch eine kurze Runde, wo wir nochmal ganz kurz auf die nächste Sendung verweisen werden und auch noch ein paar Dinge besprechen werden. Bis gleich.